So, liebe Leute von heute, herzlich willkommen zurück hier im Zoolot-Reservoir, wo wir im letzten Part die Forscherin zu Gale getroffen haben, unsere Temtem hier heilten und nun, ja, wissen wir auf jeden Fall endlich, dass wir in diesem Part auf alle Fälle Quetzal erreichen werden. Hm? Sehr viel fehlt nämlich hier nicht mehr. Oho. Hallo, es ist ungewöhnlich, Fremde auf der Oberfläche anzutreffen. Und dazu noch ohne Maske. Wie geht es dir? Tja, mein Luftschiff ist abgestürzt. Was, hier auf der Oberfläche, bei den Himmel unter uns? Wie furchtbar, wo ist der Rest deiner Mannschaft? Sind sie wohl auf? Wir brauchen einen Arzt. Ja, ja, beruhige dich, ich sag dir was. Du eilst nach Quetzal und ich schicke die Wachen, um den Ort abzusichern. Wie heißt du? Ich werde Phantom Heart genannt. In Ordnung, Phantom Heart, also... Warte mal, hast du wirklich Phantom Heart gesagt? Oh, oh, nein. Oh, Graus, du bist der Unruhestifter. Wachen, Hilfe! Was? Wie soll ich denn der Sack und Unruhestifter sein? Also, da stimmt doch jetzt irgendwas nicht so recht. Aber egal. Was der Sack jetzt hier faul ist... werden wir so oder so sicherlich nach und nach noch in Erfahrung bringen. Sobald wir dann erstmal in Quetzal angekommen sind. Okay, das macht zum Glück bloß ein Viertel Schaden. Gut, gut, gut. Und mit dem Gewitterangriff haben wir jetzt hier sowieso gleich erstmal alles erledigt. Oder nicht ganz. Da muss dann also doch nochmal der Allergenschwall ran. Ah, lass mich in Ruhe. Da fragt man sich doch jetzt wirklich, was ist jetzt hier los? Lass mich in Ruhe, Wachen, Wachen, Hilfe! Also irgendwas stimmt jetzt hier nun wirklich nicht so ganz. Ha, stehen geblieben. Wer, ich? Stell dich ruhig dumm, Phantom Heart. Mich kannst du nicht täuschen. Ich bringe dich nach Quetzal, ob du willst oder nicht. Also, dort wollen wir sowieso hin. Tja, Raikan und Raikan werden eingesetzt. Okay, beide sind der Sack hier auf Level 38. Okay. Macht ja zum Glück nicht allzu viel Schaden. Okay, und der andere hat ja einen Regenschirm bei sich. Alles recht unoptimal. Ja, alles recht unoptimal wieder einmal. Ach, das dauert der Sack jetzt auch wieder mal ein bisschen zu lange. Aber gut. Raikan Nummer 2 wäre damit der Sack auch besiegt, was eigentlich Nummer 1 ist. Tja, weit... Du widersetzt dich der Festnahme, das wirst du bereuen. Was soll ich denn jetzt hier bitte schon angestellt haben? Gute Frage, nächste Frage. So viel haben wir bis jetzt ja noch nicht gemacht. Wir haben gegen Plünderer gekämpft. Tja, mehr aber bis jetzt ja auch nicht.
Okay, wieder mal unoptimal. Unoptimal, unoptimal, unoptimal. Verteidigung senkt sich jetzt der Sack. Doppelt auch noch. Aber jetzt müssten wir doch sowieso wieder an der Reihe sein. Überraschenderweise eine etwas andere Reihenfolge. Aber egal. Wir haben weitere Temtem besiegt und erhalten weitere EP und natürlich TW-Punkte. Dauert zwar jetzt noch wieder mal ein bisschen, bis wir dann am Ende unser, naja, erstrebtes Ergebnis haben. Aber jetzt scheinen wir, sag schon, fast in Quetzal endlich angekommen zu sein. Das nächste Chumpy-Team, das lassen wir jetzt mal außen vor. Wir haben ja noch hier gegen ein paar Wachen zu kämpfen. Die weshalb auch immer es auf uns abgesehen haben. Die einzige Klärung hierbei kann es natürlich mal wieder sein, dass irgendein Doppelgänger von uns hier rumläuft. Der dann sicherlich von dem Belzoto geschickt wurde. Um unseren guten Ruf in Verruf zu bringen. Gibt es ja in solchen Spielen ja sowieso häufiger diese Art von Aktion. Wir haben den Verdächtigen identifiziert. Ich bin nicht die Person, die ihr sucht. Der Verdächtige versucht, eine andere Identität anzunehmen. Festnehmen. Ja, irgendjemand gibt sich ja anscheinend für uns aus. Tja, da werden die Wachen gleich hier mal wieder ein bisschen grantig. Aber ich kann eigentlich ebenso recht grantig werden. Sobald ich dann gleich jetzt erstmal mein Gewitter aktivierte. Und ja, Beta-Ausbruch auf Grandpa Nummer 2. Tja, wie es zu erwarten war, einer überlebt immer. Okay, als nächstes haben wir das Schlaflied erlernt. Funkel, Funkel, kleines Team. Das ganze feindliche Team schläft 2 Runden lang tief und fest. Okay, das ist gut. Die Hypnose geht weg. Das Schlaflied, das kommt. Und hier haben wir schon die Weiterentwicklung von Orochimaru. Nidrasil. Mal sehen. Nidrasil, Nidrasil. Ich würde mal sagen, wir aktivieren erstmal das Schlaflied. Ja, ist keine schlechte Idee. Schlaflied aktivieren. So. Ist es dann jetzt schon mal ein bisschen besser? Die Schlafende sagt noch für quasi eine Runde. Tja, dann versuche ich erstmal mich einigermaßen zu heilen. Okay, beide schlafen nicht mehr. Gut, gut, gut. Unser Spezialangriff wiederum war jetzt ein bisschen erhöht. Haben uns aber jetzt auch gleich mal wieder durch Überlastung auch mal wieder ein bisschen selbst verletzt.
Tja, und zu guter kommt dann also wieder mal Ophiel hier an der Reihe. Können wir es auch mal machen. Halber Schaden. Gut, gut, gut. Exzellenter Treffer. Wir müssen uns nach Quetzal zurückziehen. Ruf Verstärkung. Jetzt, wo ich mir, sag mal, deren Helme ein bisschen genauer ansehe, denke ich, er sagt, dass deren Oberboss sicherlich eine Art, ja, Kristall-Drachentemtem besitzen müsse. Ich sollte Asterion nach den chemischen Anforderungen fragen, aber ich habe schon zu lange darüber nachgedacht. Lass uns die alten Beine vertreten. Temtem los! Die hätten wir anscheinend, er sagt, nicht anquatschen müssen. Blues und Tuvai. Na gut, greifen wir jetzt erst mit allem, was wir haben, an. Warmer Knuffler, verstärkt durch Pyromane und durch den Feuerchip, macht gerade mal nur die Hälfte an Schaden. Der Kettentreffer wiederum. Naja. Hätte ebenfalls stärker sein können. Tja, hätte jetzt ebenfalls stärker sein können. Aber sei es drum. Der nächste Kettentreffer geht auf Tuvai. Der nächste Meteorschauer wiederum. Haut er, sagt beide. Hätte beide aus den Latschen gehauen. Schade. Schade, 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 Marmelade. Aber gut, dann gestalten wir halt hier alles ein bisschen anders jetzt. Ein paar scharfe Blätter hier. Naja. Ja, versuchen wir es mal mit der Feuerflamme auf Tuvai. Na, nicht komplett ausreichend. Wieder einmal. Okay, weiter, weiter, weiter. Gut, doppelter Schaden. Giftaffinität. Kam gut zum Einsatz. Ein guter Kampf, vielen Dank. Tja, nicht zu danken. Für gute Kämpfe sind wir, sag immer, hier zu haben. Gut, das Wachstumsmittel werde ich, sag, sowieso auch bald mal einsetzen. Aber jetzt leider noch nicht. So, Nahua-Krater. Eingang nach Quetzal. Okay, Karte öffnen. Der Eingang ist ja da drüben. Und was haben wir hier? Hier wiederum? Tja, eine Gegend, wo wir jetzt aktuell nicht hin können, weil uns da wieder mal was fehlt. Generell fehlt uns jetzt hier einiges. Hallo Feldzüpfer, wie läuft das Hüpfen heute? Wo geht es lang nach Quetzal? Quetzal ist nötig von dir, aber hey, füll deine Tempvorräte doch direkt hier auf. Kein Grund, so weit bis zum Temporien in der Stadt zu laufen. Willst du mal sehen? Ja, lass mich deine Waren sehen. Gut, kaufen wir jetzt erstmal was ein.
Gut, ein paar Salben. Tonikum hat er, sagt nun wirklich nicht mehr die billigen Varianten. Ein paar Beleber bräuchten wir, sagt ebenfalls. Gut, die nötige Ausrüstung habe ich jetzt, sagt. Und wie sieht jetzt hier aus? Willkommen, Quetzal. Entweder werden wir jetzt hier wieder angegriffen oder gleich festgenommen. Halt ein, krimineller Abschaum. Schaut, es ist Phantom Heart, der Unhold. Wir haben ihn endlich erwischt. Was soll das denn jetzt wieder heißen? Ja, das ist er. Gute Arbeit, meine Wachen. Hört zu, mein Luftschiff ist in den verdorbenen Ödlanden abgestürzt. Meine Leute sind verwundet. Wir brauchen Hilfe. Wir haben genug von deinen Lügen, Phantom Heart. Diesmal wirst du einige Zeit hinter Gittern verbringen. Was? Ich bin nicht! Genug Wachen, ihr wisst, was zu tun ist. Ich informiere die Gilde und das Dojo, dass unsere Stadt wieder sicher ist. Du kommst mit uns, Eindringling. Beweg dich oder wir bewegen dich. Ernsthaft? Wir werden unrechtmäßig in den Knast geworfen. Ist aktuell bei solchen Spielen irgendwie auch gang und gäbe. Ist ja auch nicht allzu lange her, wo wir in Koromon in den Knast gesteckt wurden. In Quetzal eingesperrt. Wie konnte es nur dazu kommen? Ah. Mal sehen. Wache, kann ich einer anrufen? Ha, sicher, sicher. Wie wäre es stattdessen damit? Du bleibst hier und hörst auf, meinen Leuten Ärger zu machen. Bereiten, ja? Ich denke, ich entscheide mich dafür. Und sag dein Tempt und dein Zeug auf Wiedersehen. Wir werden alles verkaufen, um den Schaden wieder gut zu machen, den du mit deinem Unsinn angerichtet hast. Was? Hab noch ein schönes Leben, Unhold. Was? Meine Temtem! Oh nein! Wie komme ich hier raus? Die Besatzung der Narwhal zählt auf mich! Und wer hat meinen Namen in den Schmutz gezogen und wieso? Tja, nichts zu machen. Ich kann genauso gut ein Buch lesen, um die Zeit totzuschlagen. Mal sehen. Die Romanze des letzten Scheiß, ein altes Volksmärchen. Nantoshima Monogatari, ein Roman und der Fall der Halbinsel, eine lyrische Oper. Tja. Der Fall der Halbinsel? Ein langes und hyperbolisches Werk von Giuseppe Zardarese. Es gilt als Meisterwerk der venezianischen Oper. Darin wird die dramatisierte Geschichte antiker Helden der großen Insel erzählt. Genug gelesen für heute. Tja, ich sollte mich fit halten. Ja, yeah, ich laufe. Okay, ich kann es mir nicht leisten, einzurosten. Ich soll meine Temtem-Fähigkeiten üben für den Tag, an dem ich wieder frei bin. Okay. Übe deine Surfer-Coolness. Oh yeah. Ich sollte mir einen Plan ausdenken. Es dauert viel zu lange. Wenn doch bloß Carlos hier wäre. Oh ja, Carlos. Er wartet in Kisiva auf mich. Ihm kann ich nun auch nicht helfen. Ich frage mich, ob er enttäuscht ist. Nein, er ist ein guter Freund. Es bringt nichts, darüber nachzudenken. Ich sollte die Wände untersuchen. Die Wände sehen stabil aus, wäre ja auch zu praktisch gewesen. Hey, Wache, ja genau du. Willst du meine ganze Geschichte hören? Also, mein Lehrlingsabend. Drüben in Zardar hat mir Professor Konstantinos mein erstes Temtem gegeben. Eine halbe Stunde später. Meine ganze Lebensgeschichte in einer halben Stunde. Die Wache wird jetzt jedenfalls ziemlich gelangweilt sein. Und dann haben wir die Pitchapik-Brücke aus der Luft gesehen und ich sagte zur Kapitänin, sie solle darauf landen. Also sprang ich aus dem Luftschiff und... Noch eine halbe Stunde später. Und schließlich kam ich vor den Toren von Quetzal an. Aber sie warfen mir vor, jemand anderes zu sein. Es scheint ihn nicht zu interessieren. Hey, kenne ich dich? Hey, Wache, könnten wir einige Temtem zurückbekommen? Wir würden gerne einen Kampf austragen, um die Zeit zu vertreiben. Oh, du hast mich vielleicht auf der Narwhal gesehen. Ich reise gern unkonventionell. Versteckt zwischen der Ladung. Die letzte Landung ist mir nicht gut bekommen. Hilf mir herauszukommen. Meine Freunde sind verwundet. Clan Pesoto ist am Zug. Ich muss einen Detektiv in Kisiva treffen.
Das ist ein ziemlich straffer Zeitplan, Kumpel. Komm hier rüber, los, aber ich sage dir, er ist ein schwieriger Insasse. Gewöhn dich nicht zu sehr an ihn. Hey, einäugiger... Matthias, wie geht's? Na gut, dann nur 5 Minuten. Wache, achte auf die Zeit. Matthias, du lebst! Phantom hat, nun ja, ich lebe im Sinne von, ich bin nicht beim Absturz gestorben. Aber wir haben viel größere Probleme, als wir dachten. Also hör mir zu und unterbrich mich nicht. Wie geht es den anderen? Ich sagte, unterbrich mich nicht. Die Quetzalianer sind vorsichtig gegenüber Fremden. Jemand hat allerhand Unruhe in Quetzal verbreitet. Und das in deinem Namen, Phantom Heart. Deswegen bist du hier, fürchte ich. Ich konnte sie nicht davon überzeugen, dass du erst mit mir auf der Narwhal angekommen bist und daher unschuldig sein musst. Was tun wir nun? Also fürchte ich, dass ich etwas tun muss, das sehr gegen meine ruhige Natur geht. Doch es muss getan werden für die Narwhal und ihre Besatzung. Geh, Phantom Heart, wasche deinen Namen rein und hole Hilfe für die Verwundeten auf der Narwhal. Du, was? Geh runter von mir! Alarm, Alarm! Geh, Fendermatt, renn! Renn weg und hilf den anderen! Du hast den Mann gehört! Komm, ich kenne einen Weg! Ernsthaft? Habe ich meine Temptem? Ich habe meine Temptem noch. Ich habe doch keine Temptem jetzt! Anna hier! Tentel! Orochimaru! Kiki! Shark! Ihr alle, wo seid ihr? Minen von Mictlan, die Hauptader. Denki! Ups, falsche Richtung. Die Wachen würden mich entdecken. Ich sollte einen anderen Weg finden. Ah, verdammt nochmal. Ein kleiner Schockmoment wäre doch jetzt hier nicht schlecht. Lass mich durchschnaufen. Okay. Wir haben es geschafft. Hey, Phantom Heart, dein abrianischer Freund hat so einen großen Gefallen getan. Ich schulde dir was, also hör zu. Siehst du, dieses kleine Haus dort lebt ein alter Freund von mir. Er wird sich um dich kümmern. Ich weiß nicht, was du getan hast, aber du scheinst Tukmas Staatsfeind Nummer 1 zu sein. Du bist eine Weile untertauchen. In Ordnung, wir müssen uns bewegen. Ja, wir müssen uns aufteilen. Du bleibst hier, versuche durch die Minen von Mictlan zu schleichen und eine Hintertür in die Stadt zu finden. Wenn du es soweit schaffst, sehen wir uns in Quetzal. Wenn nicht, nur, naja... Hast du das gehört? Schritte, die Wachen werden im Moment hier sein. Wir sehen uns auf der anderen Seite, Phantom Heart. Viel Glück. Und was ist mit meinem Temtem? Es tut mir leid, mein Freund. Du musst falsch sein. Niemand besucht den alten Otzelottel. Und, naja, keine Zeit mir zu erklären. Ich bin Phantom Heart und ein Freund von dir hat mich hergeschickt. Er war blinder Passagier auf einem Luftschiff und wir sind gerade aus dem Gefängnis ausgebrochen und die Wachen... Oh, ich glaube, ich weiß genau, wen du meinst. Hier ist die Wache. Sofort aufmachen. Schnell hinter die Bücherregale, Phantom Heart. Warum sind wir hier? Das ist nur die Wohnung von diesen alten Kauz. Wie kann dieser alte Mann den geschätzten Schmieden helfen? Mach die Augen auf, alter Mann. Wir sind nicht von der Gilde. Wir sind Wachen. Hast du einen Außenseiter gesehen? Einen Devizianer? Was ist ein Devizianer? Niemand kommt den alten Otzelottel besuchen. Werter Schmied, kann ich dir einen Kaffee anbieten? Wie geht es der Gilde? Denizianer, wir suchen einen Denizianer und wir sind keine Schmiede. Aber sicher, ein Denizianer. Dann mach ich mal Kaffee. Ihr müsst ganz schön erschöpft sein von den ganzen Gehämmere. Wie geht es dem Gildenmeister? Gut, hoffe ich. Hast du den Denizianer gesehen oder nicht? Ja, aber sicher, denizianischer Kaffee. Die beste Bohne für die besten Schmiede. Zucker oder Milch? Nein, wir suchen einen. Verschwenden wir nicht noch mehr Zeit mit diesen Alten. Er ist von der ganzen Einsamkeit hier unten verrückt geworden. Komm schon, die Zeit drängt. Na gut, aber erst schauen wir uns hier um. Ja, bitte und nehme etwas Kaffee. 2 Zucker für dich. Oh, süßes Fräulein. Sag, bist du schon vergeben, meine Hübsche? Alter Mann, ich werde dich. Komm schon, lass endlich gehen. Während wir mit diesem Trottel reden, flieht der Denizianer durch die Minen von Mictlan. Du kannst wieder durchatmen, mein Freund. Der alte Otzelottel ist so dumm für die mächtige Wache. Sag, wie kann ich dem Freund eines Freundes behilflich sein? Danke, Otzelottel. Alles für einen Freund. Ich brauche ärztliche Hilfe für meine Freunde.
Ich bin sicher, du wirst alle Medizin, die du brauchst, im Temporium finden. Dein größtes Problem ist der Weg in die Stadt, ohne verhaftet zu werden. Hier, nimm diese. Du wirst sie brauchen, um die Minen von Midland zu durchqueren. Du hast ein neues Temtem-Team von Ocelotl bekommen. Sei vorsichtig drauf, nicht nur die Wache werde ich suchen. Die Mitarbeiter können etwas zu motiviert sein. Und es gibt jede Menge wilde Kristall-Temtem in den tieferen Schächten. Es gibt einen zweiten Eingang in die Stadt. Geh nach Süden und durchquere die Minen von Midland. Und du wirst unerkannt nach Quetzal hineinschleichen können. Danke, Ocelotl. Wir haben gerade mal nur 4 Temtem? Du hast ein geschenktes Team erhalten. Es ersetzt dein bisheriges Team vorübergehend, bis du eine Kampagne Fortschritte erzielst. Ah, na gut. Okay, wir sind da nicht die Einzigen hier. Also, wir haben Valash. Neutrales Kristall-Temtem. Vulcrane, Feuererde. Nessla, Wasser-Elektro. Mit der Elektrosynthesen-Fertigkeit. Das Temtem stellt Lebenspunkte wieder her, anstatt Schaden zu erleiden, wenn es mit einer Elektrotechnik angegriffen wird. Okay. Starren tauschen wir aus gegen den Kettenblitz. Gut. Orochiol. Und giftige Sporen. Okay, versuchen wir uns jetzt mit diesem Temtem-Team durchzukämpfen. Tja, hoffen wir mal, es klappt. Wir haben aber auf jeden Fall jetzt 10 Temp-Karten gekriegt. Und das hier ist auf jeden Fall, denke ich mal, Richtung Süden. Okay, Wulon und ungezähmtes Bunbun. Okay, 2 Temtem, die ich auf jeden Fall jetzt nicht besitze. Also gut, Feuerflamme auf Bunbun. Und, ja, Würgen auf Wulor. Optimal ist das Ganze ja jetzt sowieso nicht. Wieso mussten wir jetzt... Oh, das ist auch nicht gut. Wieso mussten wir jetzt überlastet sein? Ah, unschön, unschön, unschön. Okay, das war jetzt ein bisschen zu viel. Aber den kleinen Hasen könnte ich so oder so, wie es aussieht, wohl gleich einfangen. Das dürfte jetzt kein Problem für uns werden. Gut, aufgekratzt Eigenschaft. Findet den Statuseffekt eingeschlafen. Nun ja, besser als nichts, der Sack jetzt hier. Wie können wir dich, der Sack hier nennen? Na, nennen wir dich einfach mal Buggy. Ab ins Team mit dir. Tja, besser als nichts. Jetzt haben wir Sack. Ach, wir haben ja so gut wie gar nichts jetzt hier. Und so sollen wir, sag nun wirklich irgendwie durch das... Ich weiß ja wirklich nicht, ob wir so überhaupt hier durch die Mine kommen.
Oi, du willst dir die gruseligen Minen von Miklan ansehen. Ich werde dir beibringen, wie ein Bergarbeiter zu kämpfen. Wir haben keine Items. Wir haben keine Thermessenzflasche. Es sieht jetzt einfach schlimm aus. Tja, ich kann jetzt ehrlich gesagt wirklich nicht behaupten, dass das jetzt eine gute Situation für uns ist. Na, so ein Mist, so ein Mist. Okay, Buggy. Unser kleiner Kristallhase. Wir haben jetzt nun wirklich keine allzu große kämpferische Auswahl. Also müssen wir dich jetzt irgendwie ein bisschen trainieren. Ob eigentlich der alte Ozelotl uns sag auch heilen kann? Also meine Temtem. Na, eigentlich muss er das ja. Hä, hey, nicht schlecht für einen Stadtmenschen. Ja, wir müssen sag mal sehen, ob der Ozelotl unser Team sag heilen kann. Wir haben ja ansonsten ja nichts. Mal sehen. Na, na, na. Komm schon. Hm, die Wachen können eben... Ja, okay. Die Temtem-Heilung war erfolgreich. So, weiter im Text. Team. Tja, Buggy. Du bist jetzt unser einziges Temtem, was wir jetzt hier wirklich hier sagen. Oh, wir haben auch keine Karte? Na gut, man hat uns jetzt aus wirklich alles weggenommen. Ja, anscheinend hat man uns wirklich alles hier weggenommen. Und nutze anscheinend immer noch viel zu viel Kraft. Okay, irgendwo hier im Süden. Ja, irgendwo im Süden. Warte mal, ist Glut. Oh, Glut ist ja, sag, stärker. Ah, verdammt nochmal. Ich habe mich jetzt, sag, hier sehr stark verklickt. Ja, ich habe mich jetzt hier wirklich ein bisschen viel zu stark verklickt. Okay, irgendwo hier im Süden, also. Ihr wollt mich doch erst jetzt hier verarschen. Neue Gesichter, willkommen in den Minen von Miklan. Die nächste Schicht fängt in einer halben Stunde an, also haben wir nur wenig Zeit. Schikane in der Mine. Okay, das ist also kein See. Schikane ist in der Mine verboten, aber Neulinge begrüßen wir trotzdem gerne mit einem Temtem-Kampf. Schnapp dir deine Karten. Okay, dann müssen wir also versuchen, im nächsten Part durch die Minen von Miklan zu gelangen. Es wird jetzt wahrlich nicht einfach werden. Keine Heilmöglichkeiten, keine Items. Aber wer weiß, vielleicht finden wir, sagt ja im nächsten Part,
auch noch ein anderes, nützliches Temtem wie Buggy. Kann man ja nicht wissen. Ha, nicht schlecht. Ich glaube, du wirst gut mit der Crew auskommen. Tja, wollen wir es mal hoffen, wollen wir es mal hoffen. Also immer noch irgendwo hier. Okay, das könnte, er sagt, jetzt der richtige Weg sein. Da sind, er sagt, ein paar Quetzalanische Wachen. Und dort müssen wir sicherlich im nächsten Part längst gehen. Und damit sage ich jetzt erstmal tschüss, bis zum nächsten Mal. Was ist das? Dieses Wasser sieht seltsam aus. Schade, dass ich kein Experte in geologischer Wasserfiltration und toxikologischer Prozesse bin, richtig? Verdammt. Also gut, dann sage ich jetzt erstmal tschüss, bis zum nächsten Mal, wo wir dann unseren Weg an die Oberfläche fortsetzen werden.